Harmonie in der Stadtkoalition, Disharmonie mitunter von den Oppositionsparteien, in diesem Fall von ÖVP, FPÖ und den NEOS. Streitpunkt war das Multiversum und ein Verkauf des Supermarktobjekts. Schon vor der Gemeinderatssitzung befassten sich die Stadtvertreter Schwechats mit dem geplanten Teilverkauf des Multiversums. In dieser Gemeinderatssitzung sollte dieser beschlossen werden. Nach einer kurzen Wortmeldung von Gemeinderat Alexander Edelhauser verließen die Gemeinderäte der FPÖ, ÖVP und NEOS die Gemeinderatssitzung. Dadurch war man nicht mehr beschlussfähig und die Causa wird in einer Sondersitzung am 13. Dezember fortgesetzt. Überraschend war dieser Auszug jedoch nicht. Das war ein vereinbarter Auszug. Auf diese Art und Weise kann ich mit einem Auszug der Opposition durchaus gut leben. Es gibt ganz einfach seitens der Opposition das Gefühl, man hätte sie besser vorinformieren sollen. Ich rede mich jetzt nicht drauf aus, aber ich war halt auch 3 Wochen aufgrund einer Reha nicht da. Normalerweise wickle ich solche Dinge sehr wohl so ab, dass es vorher ausreichend Gespräche gibt. Ist aber, soll keine Ausrede sein, es ist nun mal so und wir haben uns das vorher in aller Gelassenheit ausgemacht, wie wir es am elegantesten lösen, dass wir einerseits noch zu einem parteienübergreifenden Gespräch kommen und andererseits die Frist bis zum nächsten Gemeinderat, also um diesen Punkt nachzubehandeln, so kurz wie möglich ist. Es war ein sehr pragmatischer Zugang von allen Seiten, erfreulicherweise. Der Grund für den Auszug der Opposition waren also fehlende Informationen. Doch um welche Informationen handelt es sich dabei konkret? Informationen über den Käufer. Wir haben ein paar Fragen. In einem Vertrag steht drinnen, was der Käufer natürlich als neuer Eigentümer alles für Rechte hat, ob man das Ganze irgendwo eindämmen kann oder nicht. Also wir haben sehr viele Fragen, die uns jetzt nicht beantwortet worden sind im Vorfeld. Das wollen wir klären und ich sage jetzt nicht, dass der Teilverkauf Spar unbedingt nicht über die Bühne gehen soll, aber wenn wir die richtigen Informationen haben und das für in Ordnung finden, dann werden wir auch zustimmen für den Teilverkauf. Wenn wir aber das Ganze nicht gut finden, dann werden wir natürlich dagegen sein. Grünen-Chef Peter Pinker versteht die Aufregung um fehlende Informationen nicht. Es gibt parteiübergreifende Gespräche, das heißt, wir haben Ausschüsse, wo die Parteien eingeladen werden. Also vor über einem Monat, sage ich mal so, war schon klar, dass dieser Punkt heute auf der Tagesordnung steht. Und eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn zu sagen, ich bin schlecht informiert, das reicht mir persönlich nicht aus. Es ist ein zu wichtiger Punkt. Es geht um den Teilverkauf des Spars beim Multiversum. Die grundlegende Richtung haben wir schon vor über einem Jahr gemeinsam beschlossen. Es gibt einen einstimmigen Stadtratbeschluss dazu und die Vorgehensweise finde ich eigentlich nicht tragbar. Zu wenig Information, das ist die Seite von der Opposition. Es ist auch immer eine Hohlschuld dabei, von meiner Seite aus, so betrachte ich die Dinge. Ja, man muss halt Gespräche noch weiterführen und ich hoffe, dass wir diesen Punkt dann in einer nachfolgenden Sitzung beschließen können. Wir haben, also wir im Sinne der ganzen Oppositionsparteien, haben die regierenden Parteien ersucht, hierüber noch ein Gespräch zu führen, ein internes, weil das so ein wichtiger Punkt ist. Und sie sind uns entgegengekommen und haben gesagt, sie machen das gerne. Nur rein abwicklungstechnisch wäre ein Absetzen aufgrund der Zeitproblematik nicht mehr möglich gewesen. Das ist der Grund, warum wir das vereinbart haben. Verkauf des Sparteiles, ja oder nein? Das sage ich Ihnen dann nach unserer gemeinsamen Sitzung.